Die Rollen in diesem Spiel waren klar verteilt und auch schnell. Ibe war schneller, flinker und besser und drum die Berner immer häufiger nur durch Fouls zu bremsen, so wie hier. Senna und der Zweikampf mit Varela. Ein Duell, das noch zu reden geben sollte. Auf alle Fälle gibt es Freistoß für die Young Boys. Varela wird gleich selber ausführen. Varela. Und Tor! 14. Minute. 1:0 für die Young Boys. Und wer genau hingesehen hat, der hat gemerkt, es war ein Eigentor. Stefan Itten hat den Ball unhaltbar abgelenkt. Pech für Gunnleifsen. Schon lange her. Ja, das war eigentlich das Jahr, wo, glaube ich, wo wir das beste Jahr gespielt haben. Es ist leider Gottes haben wir von Januar bis Dezember das beste Jahr gemacht und nicht von Juli bis Juni. Leider. Und haben dann sehr viele Punkte geholt. Und das war natürlich eine super Zeit. Natürlich die, wo der Dumbi immer reinkam und immer einen gemacht hat. Ich habe angefangen mit dem Carlos natürlich wieder, der eine rote Karte provoziert hat. Und nachher, ich glaube, er hat zuerst gekommen mit einem Freistoß, der ein unglücklich war. Und glaube ich, dann hat der isländische Goalie, glaube ich, den ersten Match gemacht für Vaduz. Und ja, nachher, ja, ich habe, glaube ich, wirklich fast gar nichts zu tun gehabt. Dann haben wir nachher souverän weitergespielt, was alles nicht einfach ist, wenn es eine Mannschaft, oder besser gesagt, wenn gegen eine Mannschaft spielt, die zu 10 durch. Spielt, aber nachher haben wir es eigentlich souverän durchgezogen. Penalty natürlich, der Jappi, Dumbia, das obligate Goal nach dem Einwechseln. Dann der Schnäuli und dann natürlich irgendein Schneider schießt den Pfosten und der Ranginnenverteidiger, der Gesal Machtne. Und dann natürlich noch die Riesenkiste vom Hochstrasser. Das war natürlich nicht so schlecht gewesen, ja. Ich denke, sie haben Dumbi angefangen, Schnäuli, Varela, der natürlich immer ein bisschen polarisiert hat. Sie, ja, mit dem Schneider hinterin, Raimondi natürlich, das linke Goldfüßli. Ja, das sind ein paar Charaktere halt drin, die immer wieder lustig waren, auf dem Platz und neben dem Platz natürlich. Ja, ich denke, jeder war dort gefährlich gewesen. Natürlich auch vom System her. Wir haben ein offensives System gespielt. Und, ja, und eben, dass solche Sachen passieren, wo plötzlich zwei Innenverteidiger vorne sind und irgendwie noch ein Goal machen. Wenn es läuft, dann läuft es. Das merkt man natürlich schon. Und ja, und eben ist natürlich immer unberechenbar, wenn du irgendwie verschiedene Torschütze hast. Und das war in dieser Saison sehr gut gewesen, natürlich. Und das macht auch ein bisschen den Unterschied aus. Mir denke, das durchaus fast ein bisschen vergleichbar. Wir haben hier vor einem Jahr den Lugano-Match gehabt. Ich glaube, nicht das Einstellen des vorherigen Rekords, der 6-0 bis dann war, zur höchsten Sieg.
Auch dort haben wir 7 verschiedene Goalschützen. Und wir haben ein unglaubliches auf Offensive ausgelegtes Spiel. Findest du es vergleichbar, die Situation vor 8 Jahren mit heute? Ja, es ist schon ein bisschen ähnlich. Ich denke, wir haben es gut, ist, dass auch hier, wir natürlich auch mit dem Guy einen, der immer seine Goal macht, der sehr wichtig ist, der vorne immer anspielbar ist. Oder der Ball kommt einfach zu ihm. Und genau das machen hat der gegnerischen Mannschaft Angst. Und das macht es nachher aus. Und nachher natürlich mit Aussenläufern, die immer wieder nach vorne gehen, die sehr schnell sind. Und das ist sehr wichtig. Und ich denke, es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist schon so. Die Nazi-Pause ist endlich wieder vorbei. Am Sonntag ist es wieder soweit. IB Vaduz. Können wir uns unterstützen? Wir warten auf euch.